Mein Name ist Robert Franz und mein heutiges Thema ist Asthma. Ich habe gesagt, ich nehme einen Haufen, ich sage Mangelzustände, die Medizin nennt das Krankheiten, und sage den Menschen, was ich auf natürliche Weise machen würde, damit ich kein Asthmatiker werde. Okay? Schauen wir erstmal, Asthma ist ein Riesenproblem in Deutschland. Wir haben in Deutschland wie viele? Wie viele Asthma-Kranke gibt es in Deutschland? Laut Lungenärzte im Netz. In Deutschland erkranken etwa 10-15% der Kinder und etwa 5-7% der Erwachsenen an Asthma. Das sind rund 8 Millionen Menschen. Vor allem Kinder sind betroffen. Asthma bronchiale ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter. Siehe auch Asthma bei Kindern. Etwa jedes achtes Kind unter 10 Jahren und jedes 10. So, was wird gemacht von der Medizin? Einfach 8 Millionen Menschen, da kann man Geld verdienen. Cortison, allein für Sekretikum, Schleim zu lösen, Schleimlöser, Riesenindustrie, statt sich die Ursache von Asthma herauszufinden. Und ich sage, die größte Ursache von Asthma ist Vitamin D3. Ohne Vitamin D3 entwickelt sich die Lunge nicht im Kindesalter. Sie bleibt empfindlich. Das Kind hat kein Immunsystem, da können die Keime in der Lunge nicht. Und wenn man älter wird, ist das Herz bei vielen Menschen auch noch zu schwach. Da wird auch Druck in der Lunge, der Stoffwechsel wird natürlich auch behindert. So dass die wichtigste Ursache bei mir, was ist Asthma? Vitamin D, sodass im Kindesalter ab einem Jahr wird Vitamin D bei den Säuglingen gestoppt durch die Pharma, das größte Verbrechen, das größte, was sie auch kein Vitamin K2 geben. Ich würde meinem Kind weiter Vitamin D3 geben und schauen, dass ein Spiegel hoch ist ab 80 bis 90. Jetzt habe ich auch einen Säugling gehabt, der hat Probleme gehabt, so Cushing-Syndrom, hat nicht reagiert. Habe ich gesagt, was ich machen würde, die ganzen Sachen kostenlos geschickt, und was passiert? Nach einem Monat sagt das Baby ist wieder da. Das war regungslos, lacht wieder, bewegt sich wieder alles. Da seht ihr, was Vitamin D3 ist. Was Vitamin D3 ist wichtig. Jetzt schaue ich, ist es wichtig, Vitamin D3? Schauen wir mal, was das Netz sagt über Asthma. Schauen wir mal, so. Vitamin bei Asthma. Laut Deutscher Allergie- und Asthma-Bund eingetragener Verein. Vitamin D verbessert Asthma. Die Forscher der Uni Erlangen kamen zu dem Ergebnis, dass die Einnahme von Vitamin D3 die zelluläre Entzündungsreaktion bei allergischem Asthma verändert und die Asthma-Symptomatik verbessern kann. Ja, dazu brauche ich keine Forscher, weil ich weiß, was Vitamin D3 ist, zuständig für die Lunge. Lunge haben wir Vitamin D3-Rezeptoren. Durch Vitamin D3 kriegt die Lunge das Signal, du musst arbeiten. Dieser Mensch, dieses Kind ist im Leben. Schauen wir noch eins. Welches Vitamin bei Asthma? Laut FAU. Dabei fand das Forschungsteam heraus, dass Kinder und Erwachsene mit einer nahrungsergänzenden Vitamin D3-Einnahme eine geringer ausgeprägte Asthma-Symptomatik und einen geringeren Asthma-Schweregrad aufweisen, sowie weniger steroidhaltige Medikamente zur Inhalation benötigen. Ja, das Team war von Professor Susetta Finotto, Uni Erlangen, aber kein Mensch weiß es. Bildzeitung an, die medizinischen Zeitschriften bringen das ja nicht, weil das wäre die Lösung bei Asthma. Vitamin D3, dann würden wir halt weniger Asthma-Kranke haben. Und so ich sage, Vitamin D3 ist für mich das Wichtigste, weil Vitamin D3 schon im Kindesalter macht das die Lunge. Vitamin D3 ist zuständig für das Immunsystem. Und wenn das Kind Immunsystem, dann ist er auch nicht anfällig, dann wird die Lunge empfindlich für jeden Keim, was nicht richtig arbeitet. Kommt zu Schleim und alle Dinge. Aber schauen wir noch weiter. Vitamin D3 bei Asthma. Laut Deutscher Allergie- und Asthma-Bund eingetragener Verein. Vitamin D. So, schauen wir. Vitamin D3, Asthma. Laut FAU. Ein Mangel an Vitamin D3 kann unter anderem bei Menschen mit allergischem Asthma zu schwereren Symptomen führen. Soweit, so aus Studien bekannt. Doch wie genau dieses Vitamin die zelluläre Entzündungsreaktion des Körpers beeinflusst, ist bislang nicht vollständig aufgeklärt. Wow, dass ich nicht lache, da lachen die Hühner im Stall. Vitamin D3 steckt das Immunsystem, macht der Lunge, aber es ist nicht rausgefunden, wieso Vitamin D3 bei Menschen mit allergischem Asthma, klar, weil die Menschen ein Immunsystem haben, nicht mehr allergisch reagieren. Wenn die Lunge ganz empfindlich ist, nicht ausgebildet, dann kommt es zu allergischen Reaktionen. Aber da müssten Wissenschaftler eine Sache, die ich sage, gibt jeden Menschen in Deutschland, alle 80, 82 Millionen, brauchen Vitamin D3. Vom Kindesalter bis ins Altersheim. Vitamin D3, einen Spiegel aufgebaut, 80 bis 100 Nanogramm pro Milliliter und danach weiter gehalten und tägliche Dosis, jetzt 10 Tropfen.
Ein Tropfen jetzt 10 Kilogramm, habe ich jetzt 50 Kilogramm, 5 Tropfen, habe ich 100 Kilogramm, brauche ich 10 Tropfen. Und dazu Vitamin K2 und Magnesium, damit die Kalziumumwandlung passiert. So, Vitamin D3 ist die Ursache für Asthma, ist die Ursache für Diabetes. Sind ein Haufen Sachen, Vitamin D3, aber ganz Deutschland, 80% in Deutschland haben einen Vitamin D-Mangel. Und jetzt machen alle in die Hose, weil der große Trend kommt, die Menschen nehmen Vitamin D3. So, ich würde Deutschland mit Vitamin D3 überfluten, dadurch wird die Bevölkerung wieder auf die Beine kommen. Aber es muss nur ein Schalter umgelegt werden. Der muss im Gehirn von jedem von euch umgelegt werden. Vitamin D3 nehmen, Vitamin D3 nehmen. Wir hängen von der Sonne ab. Jetzt gehen wir weiter. Wir hatten die Rede vom Asthma. Was für Vitamine kann ich noch bei Asthma nehmen, die, ich weiß, meine Lunge helfen, dass ich keine allergische Reaktion habe und dass die Schleimbildung und dass der Schleim rauskommt. Okay, schauen wir als nächstes. Vitamin C bei Asthma. Laut Center Apotheke im Kaufland Merseburg. Apotheke. Bei Einnahme von hochdosiertem Vitamin C kann sich die Häufigkeit, aber auch die Stärke der Asthmaanfälle reduzieren, wie verschiedene Untersuchungen zeigen. Acht, auch Asthmaanfälle, die durch körperliche Aktivität ausgelöst werden, treten unter hochdosiertem Vitamin C seltener auf. Fünf. So, ihr habt gehört, da muss ich, wenn ich arbeite, gleich ein Spray holen und erstmal Vitamin C nehmen, dann kann ich arbeiten. Genau wie war so ein Beitrag, der sagt, wie tue ich die Zuckerspitze runter bei Diabetes? Man muss wissen, was für Kohlenhydrate. Nein, ich kann Vitamin C nehmen, da reduziere ich die Zuckerspitze um 36%. Vitamin C ist der Baustein unseres Körpers. Vitamin C ist in Prozessen im Körper beteiligt und sowas. Und darum sage ich, ich komme ja von Rumänien, die Kinder, jeder Kind bekommt Vitamin D, Vitamin C, als Kind und sogar ein B-Komplex. Es war in Rumänien, bin 1960 geboren, jetzt leben wir in 2024. Es sind 64 Jahre, seitdem ich geboren bin, und schon damals gab es in Rumänien Vitamin D für die Kinder, Vitamin C, Vitamin B-Komplex. Das gibt es in Deutschland nicht, weil da herrscht eine Pharma. Okay, habt ihr gecheckt, Vitamin C. Nochmal zum Vitamin D-Spiegel, sage ich. Erstmal würde ich auf jeden Fall 10 Tage 30 Tropfen nehmen, 1000 Einheiten. Vitamin K2 dazu 10 Tropfen, Magnesium dazu 400 Milligramm. Um meinen Spiegel hochzukriegen, um 30 Nanogramm. Und dann würde ich sobald messen, ist mein Spiegel unter 50, 60, will ich ja rauf auf 80, 90, würde ich nochmal 10 Tage 30 Tropfen nehmen. Ich gehe jetzt immer mit 30 hoch und ich würde einen tollen Spiegel zwischen 80 und 100 Nanogramm. Keine Angst vor Vitamin D3. In der Türkei haben sie Kindern die 4000 Dosis gegeben, 4000-fache Dosis gegeben. Da war ein Spiegel von 200, 300, 300 Nanogramm pro Milliliter. Und erst ab 400 hat begonnen, die Niere, Probleme mit der Niere zu sein. Sodass ein Spiegel von 90, 100 ist für mich in Ordnung, weil da funktionieren alle Körpersysteme, alle Gene und dann braucht man nur noch zu supplementieren, die Nährstoffe den Körper fehlen. Gehen wir jetzt weiter. Was können wir noch nehmen? Schauen wir. Quercetin bei Asthma. Laut Biogena, Quercetin bei Allergien und Asthma. Wenn die Körperabwehr überreagiert, kann Quercetin unterstützen. Dies bescheinigt auch eine aktuelle Roman-Studie, die für Quercetin, als Quercetin, eine lindernde Wirkung gegen die häufigen allergischen Beschwerden nachweisen konnte. Oh, jetzt haben wir auch Quercetin, für mich ist Quercetin. Da wird jetzt auch gemacht, von den Nahrungsergänzern auch noch, Quercetin als Quercefit patentiert, kann man ja Geld verdienen. Nein, ich sage, lass die Stoffe so, wie sie sind, die braucht keine, weiß ich, X-Patente auf die ganzen Stoffe darum, weil dadurch werden auch die Preise verschoben, die Menschen haben nicht so viel Geld. Und so als Quercetin ist für mich sehr gut, bei Asthma ist Antihistaminikum, Quercetin verhindert Entzündung und sowas, ist auch bei Krebs zu empfehlen, Quercetin, weil die Angiogenese, Blutgefäße, Wachstum hindert und sowas. Quercetin würde ich auch dazu nehmen. Schauen wir weiter, was kann ich noch bei Asthma nehmen? Omega-3 Asthma. Laut mehr-luft.at, fischreiche Ernährung bei Asthma. Wie Omega-3 Fettsäuren helfen können, die Ernährung spielt für die Gesundheit und das Wohlbefinden eine große Rolle. Das gilt auch für Asthma-Patientinnen und Patienten. Besonders hilfreich scheinen Omega-3 Fettsäuren zu sein, wie sie vor allem in Fisch vorkommen. So, habt ihr gehört, Omega-3, Asthma-Patient, Omega-3 dazu nehmen. Muss nicht nur für dich, ich kann auch Algenöl nehmen. Omega-3 gibt es auch in Leinöl. So, das Omega-3 ist sehr wichtig für Asthma. Omega-3 ist auch entzündungshemmend. Schauen wir weiter. Durch den Zinkmangel bei Kindern kriegen auch viele im Kindesalter viel Zink und Selen. Dadurch werden die Kinder schon zu Asthmatikern. Sollen wir schauen. Zink-Asthma. Laut Apotheke Gutersohn. Zink. Zinkmangel steht nachweislich im Zusammenhang mit Asthma.
In einer Studie mit Kindern zeigte sich, dass mit Zink ein schnellerer Rückgang der asthmatischen Symptome erfolgte als in der Kontrollgruppe ohne Zink-Supplementierung. So, Zink, was macht Zink? Erstmal stärkt das Immunsystem, Zink gegen Keime, die, wenn die Lunge, ich weiß, schwach ist und sowas, Zink stärkt auch das Immunsystem, deshalb Zink auch dazu. Schauen wir als nächstes. Selen Asthma. Laut Berliner Apotheke. Selen ist als Spurenelement wichtiger Bestandteil des antioxidativ wirksamen Enzyms Glutathionperoxidase, GPX. Asthmatiker neigen zu geringem Selenstatus durch sehr hohen Verbrauch und somit zu verringerter GPX-Aktivität. Gastig R. et al. Need of Complementary Therapy with Selenium in Asthmatics. Okay, merkt euch, Selen muss auch dabei sein bei Asthmatiker. So, gehen wir weiter. Vielleicht Asthma, wenn die Lunge funktioniert. Die Lunge ist auch abhängig vom Herzen. Wie das Herz, so ist auch die Lunge. Ist das Herz zu schwach, steigt das Wasser in der Lunge, steigt das Wasser in den Beinen, sonst muss auch ein starkes Herz haben. Deshalb muss auch Korrelation sein zwischen Q10, Nahrung der Herzzellen, Q10, Nahrung der Mitochondrien, mit der Lunge und zwar mit Asthma. Q10 Asthma. Laut apotheken.de. Auch bei vielen Krankheiten wie Asthma oder Niereninsuffizienz enthält der Körper weniger Coenzym Q10 als üblich. Das hat viele Forscher auf die Idee gebracht, die typischen Alterskrankheiten wie Fettstoffwechselstörung, Herzinsuffizienz oder Bluthochdruck mit einer Gabe von Coenzym Q10 zu behandeln. So, jetzt haben wir Q10 wichtig fürs Herz. Ist das Herz stark, funktioniert auch die Lunge. Q10, ich würde zwischen 100 und 300 Milligramm nehmen. Bei, würde ich ganz schwaches Herz, würde ich 3 Kapseln Q10 nehmen, 3x 300 Milligramm. Wenn ich, würde ich mit 100 Milligramm oder 200 Milligramm täglich nehmen. Damit ich sicher bin, dass der Druck da ist, der Blutdruck da ist, damit die Lunge richtig funktioniert. Schauen wir weiter. Brauchen vielleicht die Asthmatiker Carnitin. Haben wir gleich. Asthma-Carnitin. Laut More Nutrition. Wirkung von L-Carnitin auf die Lunge. Auch gibt es Anzeichen dafür, dass L-Carnitin bei bestimmten Atemwegserkrankungen, wie beispielsweise bei Asthma oder chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, COPD, positive Auswirkungen haben, die Atemwegsfunktion verbessern und Symptome wie Atemnot und Husten lindern kann. So, jetzt schauen wir als letztes noch. Vitamin E Asthma. According to NCBI. Moment mal. So, das war in Englisch. Schauen wir die deutsche Version. Vitamin Asthma, Vitamin E. Laut Meldung, Ratgeberarchiv, Startseite, Lungenärzte im Netz. Abgesehen von weiteren gesundheitlichen Vorteilen, die natürliches Vitamin E zum Beispiel für das Herz-Kreislauf-System mit sich bringt, können die antientzündlichen und das Abhusten erleichternden Effekte von Gamma-Tocopherol dazu beitragen, dass Patienten ihre asthmatische Erkrankung besser unter Kontrolle behalten. Okay, Asthma, Vitamin E. Jetzt machen wir kurz ein Ding. Homöopathisch würde ich bei Asthma noch Seneca nehmen. Seneca D6, 3x5 Globuli, unterstützend bei Asthma und COPD. Als Tee pflanzenmäßig für den Alan-Tee trinken, zwischen 2 bis 3 Tassen täglich. Am besten 10 Minuten ziehen lassen, einen Teelöffel Alan-Wurzel und schluckweise trinken. Der Körper kann besser annehmen, als wenn ich die ganze Tasse nun dauere, immer schluckweise trinken, da der Körper kann die Nährstoffe absorbieren. Nochmal Resümee für Asthma. Ich würde mein Vitamin D3 Spiegel hoch 80 bis 100 Nanogramm, Vitamin K2 dazu nehmen, Magnesium. Ich würde Vitamin C nehmen, steht zwischen 500 und 1000 Milligramm. Ich würde außerdem ein OPC nehmen, ein Traubenkernextrakt, damit mein Blut richtig auch die Nährstoffe transportiert werden, der Körper auch entgiftet wird. Ich würde Quercetin nehmen, Ich würde Vitamin E nehmen, ich würde Omega-3 nehmen. Ich würde Zink nehmen, ich würde Selen nehmen, wenn Asthma-Patienten Selen mal haben. Ich würde Carnitin nehmen, 2 Gramm Carnitin. Ich würde Q10 nehmen und das sind ein paar Sachen. Was beispielsweise wichtig ist, meine Beine bringen Vitamin D. Sobald ich mein Vitamin D3-Spiegel hoch ist, beginnt die Lunge zu arbeiten. Und dadurch lassen die Probleme langsam nach, dadurch substituiere ich andere Sachen. Und das war meine Lösung für Asthma. Jetzt schaue ich euch, was sagt die Medizin? Was sagt die Medizin? Bei deutscher Medizin, obwohl Apotheker propagieren, Ärzte propagieren, Vereine von Asthma propagieren, aber keiner bringt die Asthmatiker auf den grünen Zweig. 8 Millionen leiden an Asthma und das schon seit Jahren. Es werden nicht weniger, es werden laut immer mehr. Wahrscheinlich die menschliche Blödheit, die steigert sich in Folge der Jahren immer
wird immer mehr erlaubt, die Theorien, um die Menschen vom Wesentlichen abzulenken. Was ist das Beste bei Asthma? Laut patienten-information.de: Bei Asthma sind die Atemwege entzündet. Wenn die Beschwerden länger anhalten, empfehlen Fachleute als erstes Dauermedikament ein Cortisonspray. Es wirkt gegen die Entzündung und damit gegen die Ursache der Beschwerden. Es kann verhindern, dass ein gefährlicher Asthmaanfall auftritt. Falsch. Es wirkt gegen die Entzündung und gegen die Ursache. Cortison unterdrückt die Ursache. Die Entzündung ist immer wieder durch Cortison wird sie runtergefahren. Schon falsche Erklärung, aber das empfiehlt die Pharma, das empfiehlt die erste Asthma-Patienten. Und die nächste Seite, die Nebenseite von Cortison, was ich gesagt habe, wenn ihr überhaupt Cortison nimmt, Cortison macht sowieso abhängig, sogar unter 5 Milligramm, wenn man nimmt, macht Cortison abhängig. Laut Deutscher Rheumaliga: Nebenwirkungen von Cortison. Neben einer sehr guten Entzündungshemmung sind folgende Nebenwirkungen auch bei niedrigen Dosen von unter 5 Milligramm bei Langzeitanwendung zu beobachten. Abhängigkeit von Cortison, Gewöhnungseffekt. Das seht ihr. Und noch ein Tipp von mir, was ich machen würde, würde ich gezwungen sein, Cortison zu nehmen, würde ich 2 Tage die Woche mein Cortison weglassen. Ich weiß, Mittwoch, Freitag, an diesem Tag würde ich kein Cortison nehmen, hätte der Körper 2 Tage frei. Natürlich würde ich 2x5 Globuli homöopathisches Cortison um die 12 nehmen. Das ist im großen Buch von Markus Wiesenhauer, das große Buch der Homöopathie. Natürlich würde ich 2 freie Cortison-Tage haben, auch als Asthmatiker. Dadurch habe ich ein Jahr 52 Wochen mal 2 Tage die Woche frei. Ohne Cortison sind 104 Tage cortisonfrei. Sodass ich hoffe, ich habe jetzt vielen Menschen geholfen, die mir immer gesagt haben: Robert, mach mal ein Video über Asthma. Da seht ihr, was Robert Franz machen würde und nicht als Arzt, als Automechaniker, der, ich weiß, vielleicht einen gesunden Menschenverstand hat. Vielen Dank, wünsche ein schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.